Esel und Ochse hier passt ja gut zufällig Ochse so gewählt. Und Esel in einem wussten wir nicht voneinander. Passt Esel gut. Und Ochse. Ja. Grüßt man die Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardom zu einem neuen Adventskalender-Relog vom Zwergenfürst. Heute ist der Klaus mit dabei. Wisst ihr, vielleicht magst du dich selbst vorstellen? Ja, ich bin Klaus. Ich kenne den Benjamin schon seitdem er geboren wurde und durfte ihn jetzt seit mittlerweile 19 Jahren durch sein Leben mitbegleiten. Immer wieder treffen wir uns, machen Sachen zusammen und haben für heute eine tolle Geschichte für den 6. Dezember vorbereitet. Ja, wir machen eine kleine Challenge. Also, wer bin ich? Das kennt ihr vielleicht schon von Christoph. Das habe ich irgendwann April oder März irgendwann ganz am Anfang mal gemacht mit Christoph. Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch angucken. Ja, ich würde mal sagen, beginnen wir gleich mal und das Besondere, Benni, was du mit sagen musst, ist, wir haben ein Special für den 6. Dezember für die Advents- und Weihnachtszeit gemacht. Ein Weihnachtsspecial sozusagen, ein Weihnachtswer bin ich sozusagen. Genau, und uns werden nur Figuren aus der Advents- und Weihnachtszeit begegnen. Ja, ich bin sehr neugierig, wen du mir an die Stirn pappst und wer wir sein werden. Ja, können wir mal. Los geht's. Schön Klebestreifen und ein paar Zettel hier. Kann man vielleicht zeigen. Dann wähl mal aus, ich mach die Augen zu. Ich fange an oder du fängst an? Ja, ich fange an. Ich sehe schon nichts mehr, kleb mir was. Ich suche mir mal einen aus. Ja, ja gut, ich wähl mal hier. Die Frauen unter den Figuren sind in der Weihnachtszeit und Geschichte deutlich unterrepräsentiert. Also ich kleb mal hier. Ja. Kann man meine Kamera zeigen, wenn es zu lesen ist? Ja, ist deutlich zu erkennen. Ich kleb's mal los auf die Stirn. Hier mal. Und dann wählt der Klaus für mich was aus. Okay, so. Ich mache jetzt die Augen auf und für mich was aus. Und suche neu in unserem Stapel. Ich mache mir die Augen zu. Ich hoffe, ich bin noch zu sehen, ja. Ich weiß es gar nicht, hast du es mit Röllchen geklebt, oder? Ich habe es hier oben als Streifen drauf. Mal gucken. Keine Haare einklemmen. Das es hält. Das ist super. Es hält. Hält. So kann alles klar. Wieder aufmachen. Der Gast fängt an zu fragen. Ja. Also, wer bin ich? Ein Mann. Nein. Dann bin ich jetzt ja. Also, bin ich. Bin ich alt? Also, wenn du noch leben würdest, auf jeden Fall. Aber ich denke, so wie wir die Vorstellung haben, ja. Also, ja, ich bin alt. Stelle ich dieselbe Frage: Bin ich eine Frau? Nein, du bist keine Frau. Also, keine alte Frau. Ja. Ich habe jetzt rausgefunden, ich bin kein Mann. Bin ich überhaupt ein Mensch? Ja, du bist ein Mensch. Ich zeig mal kurz in die Kamera, falls man das noch nicht gesehen hat. Ich sehe es nicht. Sieht man das irgendwie in der Kamera? Also ich hatte jetzt rausgefunden, ich bin keine Frau, trotzdem ein Mensch. Nee, du bist kein Mann, du bist aber ein Mensch. Kein Mann, aber ein Mensch. Du bist eine Frau und ein Mensch. Eine Frau und ein Mensch. Und ein Mensch und hab mit Weihnachten zu tun. Ja, sowieso, weil das Thema, ja. Komme ich in der Weihnachtsgeschichte vor? Du kommst in einer Weihnachtsgeschichte vor, aber nicht in der Weihnachtsgeschichte, also nicht in der biblischen Weihnachtsgeschichte, nein. Okay. Also nein, jetzt bin ich wieder dran, weil du hast eine Nein gekriegt. Ja. So, ich weiß. Ich weiß, meine Figur ist alt. Ist keine alte Frau. Und keine alte Frau. Jawohl. Also ist keine alte ja. Frau, also ist ein alter Mann. Ja. Hab ich einen Bart? Ich würde sagen, ja. Ja. Hab ich einen langen Bart? Also, ja. Bin ich der Weihnachtsmann? Nein, bist nicht der Weihnachtsmann. Dann bist du. Okay, ich habe jetzt schon gehört, ich komme nicht in der Weihnachtsgeschichte der Bibel vor, bin eine Frau. Bin ich eine Filmfigur? Ja, du bist eine Filmfigur.
wenn ich eine Filmfigur bin, die jedes Jahr zu Weihnachten im Film ausgestrahlt wird, ja. Taste ich mich nochmal ran, habe ich etwas mit Nüssen zu tun? Ja. Habe ich eine Schwester noch? Ja. Und auch eine böse Stiefmutter? Ja. Dann vermute ich, ich bin das Aschenbrödel. Ja. Super. Und ich bin der Nikolaus. Jawohl. Hast du diese Runde gewonnen, die erste Runde, und obwohl ich knapp dran war, ja. Ich mit dem Weihnachtsmann schon, kannst du glaube ich auch abnehmen, kannst du mal kurz in die Kamera halten hier, der Nikolaus und wir haben hier das Aschenbrödel. Gucken wir weiter, ich mache die Augen wieder zu. So, ja, ich wähle dir wieder eins aus, wir haben hier wieder den Berg, den großen. Also ich suche dir wieder einen raus. Haben wir was Schönes? Das passt doch ganz gut auf Klaus. Okay, einmal in die Kamera zeigen. Und ich hole gerade Kleber. Lässt sich hier schlecht ablösen. Oh, ist das ein... Einmal in die Kamera. Das super passende zu Klaus. Habe ich jetzt schon zu viel verraten? Nö, ich... Und was? Noch keine Ahnung. Und jetzt suchst du was für mich aus. Guckst du? Nein. Nee, ich guck nicht. Ich hab die Augen zu. Community kontrolliert. Zeige ich auch mal eben, um wen es geht. Alles klar. Keine Hinweise, keine Geräusche. Keine Bewegung dazu. Ich glaube, die sind ganz still. Und los geht's. Diesmal kannst du anfangen. Das ruhigste Publikum überhaupt, muss man sagen. So, ich kann die Augen wieder aufmachen. Hat man gesehen, hast deins in... Ja, habe ich in die Kamera gezeigt. So, jetzt fange ich an. Bin ich ein Mann? Stelle ich für die Standardfrage. Du bist männlich. Ich bin männlich, ja. Okay. Habe ich eine Arbeit? Also übe ich einen Beruf aus? Also du hast eine Funktion, aber keine Arbeit. Okay. Geht das jetzt als Ja oder als Nein? Dann würde ich jetzt sagen als Nein. Als Nein, okay, kein dann Beruf. Bist du dran. Männlich, kein Beruf. Bin ich eine reale Person, die wirklich gelebt hat? Ja. Dann frage ich auch, wie jedes Mal, ganz am Anfang... Das war ein bisschen Rücken, du bist glaube ich ja. Nicht ganz so... Achso, ich komme ein bisschen näher ran. Du bist nicht ganz so wild. Also eine wirkliche Person bin... Ich weiblich? Ich glaube nein. Okay. Also nicht ganz klar, aber es war ein eindeutiges Nein, das heißt du fragst. Ich würde nein sagen. Also ich weiß, dass ich... Was weiß ich denn? Dass du männlich bist? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dass du männlich bist und keinen Beruf ausübst. Ich bin männlich und übe keinen Beruf aus. Ich frage wieder, habe ich einen Bart? Nein. Nein, ich habe keinen Bart. Das heißt, dann darf ich weitermachen. Ja, das heißt, du darfst weitermachen. Das mit weiblich war nicht ganz klar, hast du gesagt, ja? Ja, ich habe aber Nein gesagt. Okay. Ich würde es erst nennen. Okay. Also könnte beides sein. Also das heißt, ich bin eine... Aber ich bin doch eine reale Figur, eine reale Person. Das ist eine reale Person, Figur, aber und trotzdem ist weiß man nicht, was es ist. Ja. Bin ich ein du Tier? Du bist. Ja, du bist ein Tier. Okay. Bin ich ein Tier vom Bauernhof? Ja. Ich glaube. Ja, bin ich ein Säugetier? Bauernhof? Ja. Bin ich ein Säugetier? Ja, ein Säugetier. Tier vom Bauernhof. Ich verliere das gleich schon wieder. Möglicherweise männlich, muss aber nicht sein. Könnte auch Frau sein.
Kommt nicht in der Weihnachtsgeschichte vor? Ja. Bin ich der Esel? Ja. Okay. Aber du kannst weiterraten. Ja. Ich habe ja jetzt verloren. Die zweite Runde geht an Klaus. Aber ich rate weiter. Also ich bin ein alter... Ich bin ein alter Mann. Nein. Du bist männlich. Ich bin männlich. Ich habe keinen Beruf. Also ich übe keinen konfessionellen Beruf aus. Also keiner, der... Ich bin nicht Schmied, Ruf... Nein. Garantiert nicht. Sonst habe ich noch nichts erraten. Dann bleib mal nur bei männlich, du bist kein Mann. Ach so, ich bin eine Frau, also. Nein, männlich. Ich bin männlich, ich bin ein Mann. Ja. Also, Und ich glaube, du bist ganz nah bei mir. Bin ich ein Tier? Ja. Bin ich der Ochse? Ja. Oh. Esel und Ochse hier. Passt ja gut zufällig Ochse so gewählt. Ochse und Esel. Wussten wir nicht voneinander. Passt Esel gut. Und Ochse. Okay. Perfekt gewählt. Okay. Gut. Trotzdem hat der Esel gewonnen. Ich frage mich natürlich, warum der Esel gut zu mir passt. Das erklärst du mir, glaube ich, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Das muss ich, glaube ich, erklären, wenn ich glaube. So, ich mache den Esel ab und wir gehen in die... Dann musst du mir aber auch erklären, warum der Ochse zu mir passt. Das habe ich ja nicht gesagt. Na, irgendwie hast du es ja ausgewählt. Gut, wir gucken mal, was wir für die dritte Runde raussuchen. Bitte lass die Kamera nie ausgehen. Soll ich erste auswählen? Du fängst auswählen. Ich mach die Augen zu. So, jetzt haben wir... Ah, ja. Und das, was es wird, das wird es. Ich guck selber nicht hin. Hast du die Augen auch zu? Ja, ich hab die Augen zu. Oh, ich glaube, hier haben wir was Community sehr, kontrolliert hier. Sehr, sehr Schönes. Okay. Das ist gut. Ich halte es mal wieder in die Kamera. Entspannt. Du musst dich daran. Näher ran, ich führe dich. Ja, vielleicht knall ich mir im Kopf gegen. Okay, und jetzt kannst du zurück. Los geht's, du eröffnest die Fragerunde. So, ich frage als erstes so. Ich bin eh nicht so gut in dem Spiel. Hat man schon bemerkt in den letzten Runden. Bin ich männlich? Ja. Bin ich ein fiktiver Charakter? Ich stelle wieder die Standardfrage. Ich muss dir sagen, bei diesem Begriff kann ich es gar nicht genau sagen. Ich würde mal sagen, nein. Nein. Was meinen die Zuschauer? Also nicht, vielleicht meinen die... Nicht komplett ausgedacht. Nicht komplett, also... Es gibt einen realen Vorbild. Ein reales also Vorbild. Ich habe wirklich existiert. Also es gibt Belege gibt Vorbild, für meine Existenz. Es gibt ein Vorbild für deine Figur. Es gibt Belege für meine Existenz. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist mir fast zu schwierig. Zeig's mal in die Kamera, ja. Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr dazu meint, was meint ihr, ob das ist. Also ich würde sagen, es gibt ein reales Vorbild für deine, für deine Figur. Also war das ein Ja. Ja. Kann ich weiter raten. Ja. Also ich bin ein realer Mann. Ja. Also ich bin ein Mann und habe wirklich gelebt. Ich glaube, das wird ein heißes Thema in den Kommentaren, wenn ich denke, wenn das der ist, der es denke. Also ich bin ein Mann, der vor Ewigkeiten gelebt hat. Ich bin nicht fiktiv und trage einen Bart. Ja. Was haben wir, also wenn ich nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun habe, dann kann ich nicht das sein, was ich denke. Also ist das schon mal ausgeschlossen? Du kannst ja am Rande sagen, was du gedacht hättest. Was wäre dein Tipp gewesen? Ich dachte, ich wäre Jesus gewesen. Nein. Aber da der Jesus hat ja in der Weihnachtsgeschichte mitgespielt, direkt. Da hätte ich auch klar reale Person gesagt. Hier habe ich ja gesagt, es gibt ein reales Vorbild. Ich bin mir nicht sicher bei diesem Begriff. Mann mit Bart, da habe ich halt an. Gibt es Darstellungen mit Bart? Ja. Bin. Ich weiß nicht, ich kann mir nichts. Ich bin jetzt auf dem Holzweg, glaube ich. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, was das. Bin ich der Bischof Nikolaus? Wenn ich Nein sagen würde, wäre es falsch, aber dein Begriff ist nicht Bischof Nikolaus. Also nein, was? Auf deiner Karte steht nicht Bischof Nikolaus. Damit habe ich mich vertan, es ist Nein, ich weiß Bescheid, aber du bist dran. Dann bin ich dran, habe ich auch noch eine Chance. Du hast gezögert bei männlich und weiblich.
Das macht es mir natürlich schwierig. Ja, es war ein klares männlich. Das ist, klares männlich. Ich habe kurz überlegt, es könnte auch. Es gibt eine 0,1%ige Chance, dass es auch weiblich ist, aber. Doch, was, ist kann das, was kann das dann sein, wenn es eine reale Figur, ein echter ist Mensch ist? Es ist keine reale Figur. Keine reale Figur. Also kein Mensch, der gelebt hat. Keine reale Figur und es ist ein Mann. Okay. Das heißt, wir sind hier wieder im Bereich Literatur oder Film? Ja. Literatur und Film und damit von Film, das die an den Charakter. Weihnachtstagen über ja. dem Bildschirm flimmern, habe ich wahrscheinlich 20 Mal gesehen. Also auch wenn ich vermute, dass ich nicht in der Weihnachtsgeschichte vorkomme, komme ich in einem Film vor, der die Weihnachtsgeschichte heißt. Du kommst in einer Weihnachtsgeschichte vor. Ja. Aber nicht in der biblischen? Nicht in der biblischen, also okay. Nein. Achso, dann ist nein, dann muss ich leider abgeben. Ich dachte, ich hätte es jetzt. Wollen wir weitermachen, Vierer? Ja, natürlich machen wir weiter. Nein. Oder soll ich den Punkt jetzt kassieren, indem ich sage, dass ich der Weihnachtsmann bin? Nein, du bist nicht der Weihnachtsmann. Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Den Punkt kannst du auch noch nicht kassieren, damit bin ich wieder dran. Weihnachtsmann. Du, aber ich hätte dir den Punkt gegönnt. Du, aber Santa Claus ist der Weihnachtsmann. Nein, Santa Claus ist der Sankt Klaus ist. Ja, der Santa Claus ist aber der englische Weihnachtsmann. Richtig, der, aber so wie es beschrieben ist. Ist Nikolaus und Weihnachtsmann zwischendrin. Ah, okay. Eine Mischung zwischen Coca-Cola, Weihnachtsmann und Nikolaus. Und du legst dich jetzt auf Santa Claus fest. Ich würde mich auf den englischen Weihnachtsmann. Alles klar, auf den amerikanischen das oder richtig. Englischen. Genau. Santa Claus ist richtig. Genau, der bist du. Okay. Deswegen habe ich gezögert. Ich habe gesagt, als Figur hast du so nicht gelebt, okay. aber du hast ein historisches Vorbild gehabt. Ich weiß nicht, schreibt es nochmal in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Genau, also strittige Person. Ich würd sagen, der Santa Claus ist dasselbe wie Weihnachtsmann. Und ja, nur der Nikolaus Namen. Ist ja, im Namen steckt ja Sankt Klaus drin ne. und das ist der Nikolaus. Das ist der Fahrer Coca-Cola zu Nikolaus, sozusagen. Ja. Der Fahrer Hunde People zu Nikolaus. Okay, okay. Aber jetzt gibt mir noch eine Chance, meins zu lösen. Muss recherchieren. Jetzt wird's spannend. Aber ich komme aus der Dickinson-Weihnachtsgeschichte. Du bist in Dickinsons Weihnachtsgeschichte drin. Da bin ich doch einer von den Geistern der Weihnacht. Du bist der Geist der vergangenen Weihnacht. Okay. Und dann erklär mir noch, warum ich dann eine reale Person bin? Ich habe gesagt, du bist keine reale Person, du bist... Fiktiver okay. Charakter. Ah, alles. Was kann das dann sein, wenn es eine reale Figur, ein echter ist Mensch keine ist? Reale Figur. Ist keine reale Figur. Das hat eigentlich gewonnen, weil es steht 3-1. Ich mache jetzt hier gleich das Ende des Türchens und ich nehme mal verabschiede den Klaus Gabriel jetzt hier noch. Ab. Ich habe noch ein kleines Geschenk für Klaus, oh, das na, da habe ich vorbereitet. Ich als kleines Andenken, ja. dass du hier in der Sendung warst. Gibt es, das gibt es auch für die anderen Gäste, die hier noch erscheinen in der Sendung, haben wir hier super schon besprochen, gab es ja hier schon den Nikolaus, den Weihnachts-Nikolaus. Jetzt muss ich direkt mal gucken, ist es wirklich der Nikolaus? Tatsächlich der Nikolaus, wenn ihr hier mal schaut, ist es nicht die Form Santa Claus mit Zipfelmütze und Coca-Cola-Mantel, sondern wirklich der Bischof. Ja. Bin ich sehr froh, ist der erste, noch, den ich dieses Jahr bekomme, aber passend zum 6. Dezember. Dann gibt es hier noch den 6. Dezember als kleines eingerahmtes Bildchen, in goldenem Rahmen mit kleiner Unterschrift. Kann man in der Kamera, glaube ich, nicht sehen hier, als kleines Hinstellandenken für den Kalender, sozusagen als aber Karte wir, für den... wir haben es gar nicht gesagt, 6. Dezember ist 6. auch der Dezember, Gedenktag ist, des Nikolaus, ja, der Nikolaustag, deswegen für mich... Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Abo dalassen, falls ihr neu seid auf meinem Kanal. Und ja, wie schon gesagt, in die Videobeschreibung gucken. Da ist ganz viel verlinkt, ganz vieles. Klaus hat leider keinen Kanal oder sowas, was ich verlinken könnte. Aber ja, hier sind jetzt noch ein paar tolle Videos eingeblendet. Hier irgendwo. Morgen ist ja der 7. Und morgen geht es mit dem Video vom 7. Dezember weiter. Schaut auch das gerne rein, morgen in den Adventskalender. Und dann habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Ich verabschiede mich nochmal von Klaus. Danke, vergesst nicht in eure Stiefel zu gucken, ob auch da was drin steckt. Ja, da war bestimmt heute Morgen was ganz Schönes drin. Dafür werden wir heute Abend auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um in unsere Schuhe zu schauen. Und ja. Und dann gehabt euch wohl, sag ich.